Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung-Panorama heute aus Thun. Wir haben folgende zwei Themen heute für eure Sendung. Ein spannender Einblick über einen Oberländer, der auf Neuseeland ausgewandert ist. Und der technische Leiter des Bernischen Kantonalen Schwingerverband gibt Auskunft über das Saisonziel. Rolf Bieren lebt seit mittlerweile 5 Jahren in Neuseeland. Ursprünglich kommt er von Tierachern und ist Koch. Wie das Leben dort in Neuseeland ist und ob er jemals wieder zurück in die Schweiz wird kommen oder nicht, erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Wir sind dort oben, dort hinten in den Busch gibt es Nielen, sind wir auch Nielen rauchen. Das war eine witzige Erfahrung, gehustet wie eine Sau. Aufgewachsen in Tierachern, dann in Hotel Metropole in Interlaken die Lehre gemacht. Und dann, nach 6-7 Jahren auf dem Beruf bin ich auf Neuseeland ausgewandert. Du bist jetzt in der Natur aus dem Arbeiten, auf einem Boot. Jetzt bist du hier in der Grossstadt, kann man sagen, zu Bern. Wie fühlt sich das an? Ja, ich habe das schon als ich gelandet bin, musste ich sagen, dichter Stress. Ich bin mir nicht mehr so viele Leute gewöhnt um mich herum. Es ist schon sehr anders mit so vielen Leuten hier auf so kleinem Raum. Jetzt bist du heim vor ein paar Tagen, hast du Geburtstag gefeiert. Wie ist es in der Schweiz zu sein? Es ist super, es ist einfach sehr cool, dass ich meine ganze Familie wieder gesehen habe, die sehr vermisst. Ich bin wie ein Tourist, ich fühle mich jetzt wie ein Tourist nach fast fünf Jahren in Neuseeland. Und kann man eigentlich Neuseeland und die Schweiz ein bisschen vergleichen? Es ist nicht gerade Schweiz oder Tokio, weißt du. Du hast schon die gleichen Sachen oder findest ein bisschen die gleichen Essen. Aber sonst, ja, die Leute sind schon sehr anders. Es ist viel mehr Englisch. Die Natur ist viel, viel imposanter. Obwohl es hier auch schön ist. Du willst also nicht mehr heimkommen? Nein, immer noch nicht. mir fällt es immer noch viel zu fest in Neuseeland. Es ist ein super Ort, wo ich jetzt arbeite. In den Ferien, wo wir nicht in die Schule kamen, sind wir immer in die Turnhalle shooten oder alles Mögliche machen. Roland Gehrig ist der technische Leiter des Bernischen Kantonalen Schwingverbandes. Schon gleich startet die Saison mit dem Highlight Unspunnen Schwingen. Was seine persönlichen Saisonziele sind und was er für einen Draht zu den Athleten hat, erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Was sind deine Aufgaben so in der wettkampffreien Pause auch? Ja, wettkampffreie Pause habe ich natürlich fast nie. Aber sicher eine Zeit, in der ich etwas ruhiger habe, weil es auf das Ende ist, hat man sicher ein paar Wochen, wo man weniger ist. Aber dann sind wieder schon Versammlungen, Sitzungen, Trainingspläne, Planung machen, Schwinghallen reservieren und. Ja, wenn ich natürlich frei habe oder etwas schwingfrei, ja, also bin ich sicher gerne in den Bergen. Meine Partnerin hat 2 Bergrestaurants in Pacht. Das ist der Brandegg und Grindwaldblick. Ja, der Tier Wochenende bin ich dort ein bisschen im Einsatz. Eben langweilig wird mir ganz sicher nicht. Auf welches Schwingfest freust du dich besonders? Und gibt es einen Grund dafür? Ja, also wir müssen jetzt fast lügen, wenn ich nicht sagen würde, eben Zonspunnen. Ich wohne hier, sage jetzt 300 Meter neben dem Schwingplatz. Ich glaube, die Vorfreude ist jetzt da, wenn man wirklich fast zu oder nicht nur zu Fuß kann, an das Fest gehen, in die Einteilung. Und ja, es sind viele Leute, die helfen hier, das Fest aufstellen. Ich werde sicher auch Hand anpacken, wenn es Zeit erlaubt. Und ich glaube, die Freude ist sehr gross von mir auf das Fest. Wenn du dir ein Wunschszenario ausdenken könntest für diese Saison, also hast du dir eine Idee? Ja, als Trainer ist natürlich die Idee, die man hat, ist, dass auf jeden Schwinger gesund bleibt, ist einfach das grösste Gut, eigentlich, das man haben kann. Und sonst, ja, ich hoffe, ich kann die Jungen arbeiten, die da ein bisschen drücken sind, auf den Durchbruch noch vollends arbeiten. Was wir auch ein bisschen wünschen, auf die neuen Eidgenossen, die wir echt sehr viel hatten, letzte Eidgenossen, auf die ein bisschen, ja, sich bestätigen können. Und das sind so ein bisschen die Sachen, die ich, ja, ein bisschen im Hinterkopf haben, wo das auch für die Schwinger wünschen und auch für mich selber, auf das eine gute, tolle Saison gibt. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos und einzelne Beiträge findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch.
Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und merci vielmals für zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Das ist das Jungfrau Zeitungwetter für den Kanton Bern. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen dazu, meine Damen und Herren. Heute haben wir ziemlich typisches Aprilwetter. Es hat einen Mix aus zum Teil dichten Wolken und Regengüssen gegeben. Zwischendurch hat sich dann aber auch die Sonne mögen zeigen. Am Morgen haben wir weiterhin tiefdruckbestimmtes Wetter. Wir haben ein umfangreiches Tiefdruckgebiet, hier mit Zentrum über Nordosteuropa. Wir sind an einer nordwestlichen Höhenströmung, es reicht uns Feuchte und vorübergehend auch ziemlich frische Luft. In Nacht auf Morgen da werden die, also die Regengüsse wieder häufiger. Morgen da ist es zuerst ruhig und nass. Mit schnell etwa 1000 bis 1200 Meter gegen Mittag gibt es von Westen her langsam eine kleine Wetterberuhigung. Die Temperaturen morgen früh die liegen zwischen 5 und 7 Grad. Am Nachmittag da ziehen sich die Niederschläge langsam Richtung Berge zurück. Im Flachland gibt es nur noch einzelne Regengüsse. Entlang der Berge ist es noch häufiger nass. Und dann gibt es die Aufhellungen und die Temperaturen. Die reichen mit einem mäßigen Südwesten maximal etwa 10 bis 12 Grad. Am Mittwoch wird es etwas freundlicher. Es gibt einen Mix aus Wolken und tagsüber einen sonnigen Abschnitt. Dürfte trocken bleiben. Und am Nachmittag messen wir bis zu 14 Grad. Am Morgen da ist es allerdings frisch vielerorts. Dürfte es für einen Bodenfrost länger. In Nacht auf Donnerstag sind ein paar Tropfen möglich. Am Donnerstag selber ist es wieder weitestgehend trocken und freundlich. In einem Mix aus Wolken und Sonne und es wird milder. Wir messen dann rund 18 Grad und knapp 20 Grad gibt es dann am Freitag. Allerdings nehmen dann die Wolken wieder zu. Zum Teil können es dann wieder Regengüsse geben und das ist auch so ein bisschen das Gusto für das nächste Wochenende. Es erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regengüssen. Dazu ist es ziemlich warm. Die Höchstwerte liegen im Bereich von um die 20 Grad. Ja, das war es vom Wetter. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend. Auf Wiedersehen miteinander.